Die Einordnung von allgemeinen Kapitalmarktbewegungen in die persönliche Depotentwicklung, das soll heute unser Thema sein. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Video begrüßen. Wir schauen zunächst auf die Kapitalmarktbewegung im Verlauf des Kalenderjahres 2018. Wir sehen hier, dass der US-Markt sich sehr positiv positioniert. Sie sehen es in dunkelblau dargestellt, ein Aufschlag von knapp 7%. In Rot, das ist die Entwicklung der Aktien aus Industrienationen ohne die Titel aus Nordamerika. Also ein Abschlag hier entsprechend zu vermerken. Und last but not least, das Thema Gold, hier ein Abschlag von rund 9%. Was heißt das nun für das Portfolio? Ist das eigene Portfolio im Rahmen dieser Entwicklung? Gibt es hier Abweichungen? Ist das plausibel, was man feststellt? Und insgesamt natürlich auch die Frage, wie können Anleger, gerade wenn sie über verschiedene Wertpapierdepots bei unterschiedlichen Banken verfügen, hier den Überblick behalten? Ich habe Ihnen hier zunächst einen kleinen Musterfall zusammengestellt, der Sie durch diese Situation entsprechend durchführen soll. Und wir werfen zunächst gemeinsam einen Blick hier entsprechend auf die Daten. Sehen auf der linken Seite sehen wir ein liquides Vermögen in Höhe von rund 290.000 Euro. Wir haben illiquide Anlagen, das ist eine Immobilie zur Eigennutzung, die interessiert uns weniger. Und wir sehen, dass unser Kunde hier Konten führt bei drei unterschiedlichen Bankinstituten, bei der Direktbank, der ING DiBa, bei seiner lokalen Volksbank und auch noch bei der Deutschen Bank. Und was Sie hier zunächst sehen, das ist die Entwicklung der jeweiligen Depots im aktuellen Kalenderjahr. Und Sie sehen schon, insgesamt hat er mit seinen liquiden Anlagen hier einen Plus erzielt von rund 3,4%. Am stärksten war das Depot bei der DiBa. Das bei der Volksbank war immer noch im positiven Bereich. Auch ein sehr gutes Ergebnis. Und die Deutsche Bank hier mit einem Abschlag von 4,9%. Das sagt uns natürlich zunächst erst einmal wenig. Wir müssen uns natürlich fragen, was waren denn dort die entsprechenden Ertragstreiber und sind diese plausibel für die Marktbewegung, die wir uns am Anfang angeschaut haben. Und dementsprechend schauen wir etwas genauer rein, blicken wir zunächst mal in das Depot der DiBa. Wir stellen hier fest, wir haben eine Liste unterschiedlicher Wertpapiere. Gleiches können wir natürlich auch noch entsprechend tun, hier beispielsweise für die Volksbank und natürlich auch hier abschließender für die Deutsche Bank. Dementsprechend ein sehr schöner Überblick über die unterschiedlichen Positionen, aber uns interessiert natürlich etwas mehr Details, sprich, wie haben sich denn die einzelnen Gruppen entwickelt? Und dementsprechend, das können wir hier auch nochmal sehr schön auswerten. Ich zeige Ihnen mal, wie das geht. Wir schauen uns hier eben explizit mal die liquiden Anlagen an. Und nun sehen Sie schon, dass wir das jetzt unterteilen in Aktien, in Mischfonds, in Aktienfonds, in Rohstoff und Edelmetalle. Und Sie sehen es, wir haben aus den Aktien, den Einzelwerten, haben wir einen sehr positiven Ergebnisbeitrag. Das ist die beste Gruppe, die Edelmetalle, die haben am schwächsten abgeschnitten. Und wir können uns nun im Detail anschauen, ob das Ganze plausibel ist. Wir sehen hier die Aktien. Ja, unser Anleger hatte Technologietitel wie beispielsweise Apple oder Alphabet. Da haben Sie in den Medien gelesen, die haben sich sehr, sehr stark entwickelt. Dementsprechend das durchaus plausibel. Und eine Frage, die man sich hier stellen kann, hat sich das Wertpapierdepot besser oder schlechter als eine naive Benchmark entwickelt, wie beispielsweise der globale Aktienmarkt? Und wenn wir nun hier eine Benchmark in Form eines Indexfonds hineinnehmen, der das Thema globale Aktien dementsprechend abbildet, dann können wir das Ganze mal hier überprüfen. Wir legen diesen Benchmark nun hinein. Sie sehen, die Benchmark wird hier in diesem gestrichelten Blau entsprechend angezeigt. Also wir sehen das nun in Relation und wir stellen fest, okay, alles in allem hat sich unsere Benchmark besser entwickelt als das gemischte Portfolio. Also auch hier könnte man sich die Frage stellen, ob die Verteilung auf die unterschiedlichen Positionen so Sinn macht, ob vielleicht hier Schwachstellen liegen und auch der Grad an Diversifikation, also Risikostreuung hier sinnvoll aufgeteilt ist. Was interessiert uns noch? Natürlich die Mischfonds, wo kommt es daher? Auch hier können wir uns das anschauen, egal bei welchem Institut hier die Wertpapiere verwahrt werden. Wir sehen hier einen eher aktienlastigen, sehr prominenten, vermögensverwaltenden Fonds von einer sehr großen und bekannten Boutique. Dann sehen wir einen sehr bekannten Fonds von dem Hause der Deutschen Bank, respektive der Fondsgesellschaft der Deutschen Bank. Und wir sehen hier eigentlich auch, was wir erwarten, eigentlich ein recht plausibles Ergebnis für die Mischung verschiedener vermögensverwaltender Fonds, einen leichten Aufschlag, den man hier entsprechend sieht und das eben auch nochmal dargestellt. Jetzt natürlich hier der Vergleich mit dem globalen Aktienmarkt, der hinkt natürlich, weil die Mischfonds haben natürlich ein ganz, ganz anderes Risiko. Also dementsprechend einen sehr schönen Überblick, wie Sie ihn hier vornehmen können. Auf der anderen Seite, wenn wir nochmal weiter reinschauen und sagen, naja, wo haben wir denn eigentlich das Minus gemacht? Sie erinnern sich, das war das Depot bei der Deutschen Bank. Hat da die Deutsche Bank vielleicht schlecht gearbeitet? Und wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, naja, wir haben hier lediglich ein Papier, das hat der Kunde sich selbst ausgesucht. Das ist ein Papier, was physisches Gold in Form eines Wertpapiers verbrieft, das sogenannte Xetra Gold.
Gold hat sich, wie Sie es vorhin gesehen haben, eher schwächer entwickelt. Dementsprechend sehen wir einen Abschlag. Also das hat nichts mit der Leistung der Bank zu tun, sondern eben aufgrund der Entscheidung des Kunden, sein Gold entsprechend hier bei diesem Institut zu verwahren. Das heißt, im Gesamtüberblick müssen wir sagen, wir haben eine ganz interessante Wertveränderung im liquiden Bereich, 2,4%, das im aktuellen Kapitalmarktumfeld ein durchaus solider Bereich. Und am Ende des Tages soll das nun eine kurze Einführung gewesen sein, wie man die allgemeinen Marktentwicklungen bankenübergreifend plausibilisieren kann, welche Möglichkeiten auch die moderne Technik heute bietet, um dann in tiefere Analysen einzusteigen, eben zu schauen, inwieweit die Fonds effizienter über andere Instrumente abgebildet werden können, inwieweit die Streuung über die Einzelaktien so Sinn macht und ob wir vielleicht hier im Depot Klumpenrisiken haben. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere mitnehmen und darf Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Macht es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.